Willkommen bei Janus Moratti bei den exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanalinfo, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum. Und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und meine Homepage und schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und dann verpasst ihr keine Videos mehr und teilt das Video mit euren Freunden, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, ja, überall auf Snapchat, überall. Und heute hier haben wir das Hochbeet. Da haben wir die Kiwi, die wächst da am Zaun entlang. Da macht er einen neuen Trieb, den da mal rein. Und da ist so ein Gebüsch. Und da haben wir den Zucchini, Tomate, Bohnenblühen, Karotten. Gurken, rote Rüben, Radieschen, kann ich eins raus tun, oder zwei, so schaut das Radieschen aus, jetzt probieren wir mal, da mal zuerst ein bisschen den Rasen abwischen, jetzt probieren wir mal. Schmeckt gut. So schaut das aus. Lecker Radieschen. Der Apfelbaum und der Maronibaum blüht. Und die Biene und der Dattelbalme und die Eicheln und der Granatapfelbaum blüht und da haben wir Zucchini, wächst ganz gut und der Orange, Mandarine, Granatapfel, Olive, Kichererbse, Olive, Wein, wächst auch ganz gut, Weinbergpfirsich, der Kiwi wächst ganz gut. Und die Tomaten wachsen. Da sind die Gurken. So. Und da sind die Tomaten. Die wachsen auch ganz gut. Schaut so aus. Das Ganze. Und da haben wir die Physalis hinten. Und da haben wir die Kartoffel. Und Maracuja, die Litschis und die Kaffee, die Mandel, Erdbeer, Ringelblume, Marille, Bananen und die Bananen und die Ananas wachsen. Und da ist die rote Banane, die wächst auch ganz gut. Kaffee und die Kokosnusspalme, die wächst auch ganz gut. Und da haben wir die Ananas und die Balkonblume und Kaktusfeigen und Bromelien, die wachsen auch ganz gut. Und da blüht eine Kürbis, Hokkaido-Kürbis, der wächst auch ganz gut. Ja, und da schauen die Stecklinge aus, Zitrone und Minze, so schaut das bei mir aus. Die Rose schaut auch wunderschön aus, das ist der
Bereich von meiner Tante. Schaut toll aus. Der Zitronenbaum schaut auch toll aus. So schaut es von oben aus. Ganz oben. Ja, das sind die Hortensia, Rose, Gebüsch, Hortensia und Rose. So. Passt. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanalinfo und schaut's bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo drücken und abonnieren und dann verpasst ihr keine Videos mehr und schaut's bei meiner Homepage vorbei, dadurch ein Umfrage stellen, welches YouTube-Video sollt ihr machen und teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Bis zum nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.